Herzlich willkommen, liebe schon coole Community. Frohe Ostern 2018 an dieser Stelle von Sebastian und mir. Sebastian und Andreas, SE plus AN. Sean, so ist unser Projekt entstanden. Der Projektname Sean Cool. Und Sebastian und ich haben uns überlegt, im Rahmen der weiteren Konzeptplanung dieses Kanals, das letzte halbe Jahr war ja wirklich sehr World of Warcraft lastig. Und Leute, das ist jetzt vorbei. Es wird kein World of Warcraft mehr geben. World of Warcraft wird deinstalliert. Wir spielen ab jetzt Star Wars Die Alte Republik Online, SWTOR, auch genannt. Ein MMO aus dem Hause BioWare / Electronic Arts. Damit ihr alle mitkommt und auch alle World of Warcraft deinstalliert, alle rüber migriert zu uns, die komplette Community wechselt zu Star Wars, möchte ich euch natürlich einen Einspieler zeigen. Ja, um so ein bisschen die Stimmung auch wirklich schon mal so reinzubringen und mitzunehmen. Im Hintergrund deinstalliert ihr bitte World of Warcraft, denn ab jetzt werde ich mich mit Gold Guides, die es in diesem Sinne auch für Star Wars gibt, zukünftig beschäftigen. Da geht es um Credits, das werde ich euch gleich zeigen. Also WoW deinstallieren und ich zeige euch schon mal, warum wir ab jetzt alle Star Wars spielen mit so einem kleinen Einspieler. Rache. Darum sind wir hier. Wir treffen den Feind ins Herz. Treiben ihn an den Abgrund. Der Plan des Imperators steht. Unsere Verbündeten sind stark. Die Jedi jagten uns, verbannten uns in die dunkelsten Ecken. Sie wären uns für immer los. Aber jetzt... endlich... sind wir zurück. Unser Hass nährt uns, bis die Republik in Trümmern liegt. Ja, Leute, was sagt ihr? Also, ich meine, das ist doch wunderbar. Da hat sich doch World of Warcraft erledigt direkt, Leute, oder? Was sagt ihr? Aber natürlich möchte ich euch ein bisschen die Mechanik zeigen, das Berufesystem zeigen. Wie funktioniert Star Wars The Old Republic, damit ihr schnellstmöglich den Einstieg habt? Es gibt viele Wiedererkennungseffekte. Es gibt auch hier die Möglichkeit, Ressourcen zu sammeln, das Ganze zu verarbeiten.
Und was halt sehr witzig ist, das Ganze läuft über die Crewfähigkeiten. Das heißt, ihr habt hier Begleiter, die mit euch rumrennen die ganze Zeit. Die unterstützen euch auch im Kampf. Das, was wir in der World of Warcraft kennen, über die Hexenmeister natürlich, über die Jäger natürlich als die beiden bekanntesten Pet-Klassen, wenn man so möchte, oder die typischen von ihrem Archetyp her, haben wir hier an dieser Stelle die Crewfähigkeiten. Ich habe jetzt zwar Sammelberufe, ich habe das Plündern und das Hacken. Und der Witz ist, dass das hier so aussieht, dass man quasi den Begleiter jetzt wegschickt. Das kostet Credits, das System, deswegen mache ich auch Credit Guides an dieser Stelle. Man schickt sie jetzt hier für 2 Minuten weg und sie holt sich jetzt hier zum Beispiel... Was nehmen wir denn jetzt mal hier? Ich schicke sie los. Ich mache mich an die Arbeit. So, und dann wird sie gleich erscheinen und mir was Wunderbares mitbringen. Die Geschichte ist, die Crew kann auch den ganzen Schrott im Inventar verkaufen. Eine Mechanik, die man aus Torchlight, diesem Action-Role-Playing-Game, kennt. So ein Diablo-Klon an dieser Stelle. Typisch für das BioWare-Spiel ist, dass alle Quests komplett vertont sind. Das möchte ich euch hier mal zeigen. Genau wie berichtet. Ein Stufe 6 Aufstand. Etwa so viele Teilnehmer wie beim Duros-Aufstand auf Silior. Personen halten sich in einem größeren Dschungelgebiet auf. Gut, gut. Ich kenne euch aus der Zeit, in der ich mit dem imperialen Geheimdienst zu tun hatte. Ich bin Lord Drow. Wenn das Imperium in einer von ihm besetzten Welt auf Widerstand stößt, werde ich gerufen. Ich soll den Sklavenaufstand hier auf Drum und Kars beenden. So, dann habt ihr hier unten 3 Möglichkeiten. Klingt gut, Aufstand, oder es ist mir eine Ehre. Ich frage jetzt einfach mal doof nach. Ich weiß nichts von einem Sklavenaufstand. Bald gibt es auch keinen mehr. Ihr könnt mir helfen, ihn zu beenden. Die Situation ist folgende. Ein Sith Lord ließ im Dschungel eine gewaltige Statue seiner selbst errichten. Seine Sklaven lehnten sich auf und bewaffneten sich. Der Koloss ist unvollendet und jetzt beherrschen schwer bewaffnete Sklaven den Dschungel. Und schön. Schande für das Imperium. Aber eine günstige Gelegenheit für mich. Eine Gelegenheit? Wozu sollten euch desertierende Sklaven dienen? Als Testobjekte natürlich, um meine Techniken zu verfeinern. Ich teste eine Waffe, eine giftige Substanz namens Quell. Die Opfer erleiden lang anhaltende, quälende Schmerzen und sterben schließlich. Die Verbündeten des Opfers sind derart schockiert von den Auswirkungen von Quell, dass ihr Wille gebrochen wird. Das ist zumindest mein Ziel. Ich sag natürlich, das ist ja ekelhaft. Es gibt nämlich hier die helle und die dunkle Seite. Zeige ich euch auch gleich nochmal. Das ist ja furchtbar. Auch das gefällt mir daran. Ich brauche jemanden, der eine bestimmte Menge Quell in die Wasserversorgung der Sklaven einbringt, damit ich die richtige Dosierung ermitteln kann. Diese Arbeit ist aber gefährlich. Überall sind bewaffnete Sklaven. Doch euer Erfolg wird reich belohnt werden. Was sagt ihr? Kein Problem, natürlich. Ich bin imperialer Agent. Das ist so ein bisschen auch in dieser Rolle. Ja, man arbeitet hier sowieso für Cash. Es ist mein tägliches Brot, aus den Schatten zuzuschlagen. In der Tat sind die effektivsten Agenten des Imperiums die, die hinter den Kulissen arbeiten. Mein Assistent, Sergeant Slarin, wird euch die richtige Quelldosis mitteilen und euch etwas davon geben. Erst im Forschungszelt. So, parallel ist übrigens die Gefährtin zurückgekommen, hat hier jetzt auch was mitgebracht, 4x Dash, wunderbar, nehme ich jetzt an. Und der Witz ist, ihr baut auch eine Beziehung zu den Gefährten auf, also diese Kaio zum Beispiel, das ist so eine kleine Sadistin, ja, also der geht sehr um das Business, ja, Unschuldige und Opfer umbringen ist irgendwie völlig egal, ihr könnt da eine Beziehung aufbauen und hier seht ihr zum Beispiel eure Ausrichtung, hell und dunkel, es gibt ganz spezielle Quests, die dann die Helligkeit und die Dunkelheit eures Charakters entsprechend beeinflussen, ja, also ihr könnt dann wirklich eher zur hellen Seite und zur dunklen Seite im Rahmen dieses Rollenspiels tatsächlich auch rüber wechseln, so. Das möchte ich natürlich aber ganz kurz eine Gameplay-Mechanik an dieser Stelle auch zeigen. Es gibt natürlich auch hier standesgemäß für Star Wars hier so ein Begleitermodell. Ich nehme jetzt mal ganz kurz hier nochmal die Quest an, damit wir das hinter uns haben. Wenn ich Lord Drawls Geschmack richtig einschätze, und leider kann ich das, schickt er euch wegen des Quelltoxins. Gibt es mir. Genau, bla bla, hier nicht. Ungeduldig? Natürlich seid ihr das. Mein Vorgesetzter weiß schon, wie er sich seine Helfer aussuchen muss. Was wäre, wenn ich euch erzählte, dass dieser Versuch sinnlos ist? Untersuchungen haben gezeigt,
dass sich größeres Leiden nicht darauf auswirkt, wie schnell ein Opfer aufgibt. Das hat alles nichts damit zu tun, den Aufstand schnell zu beenden. Lord Drawl ergötzt sich einfach nur an dem sinnlosen Leid. Ich bin sicher, das ist alles höchst interessant. Versteht ihr denn nicht? Lord Drawl schränkt unsere Effektivität zugunsten seiner bizarren Vorlieben ein. Ich will, dass dieser Auftrag ein Ende hat. Je schneller der Aufstand beendet ist, desto früher kann ich mich wichtigerer Arbeit widmen. Ich habe meine Laufbahn vernachlässigt, indem ich Lord Drawl... Wer hat danach eigentlich gefragt, ne? Habe. Wäre er nicht so ineffektiv? Ich wäre längst schon Captain. Das nenne ich selbstsicher. Ich weiß, was ich kann. Genauso gut, wie ich weiß, wer mich von meinem Erfolg abhält. Lord Rawls Dosierung des Quelltoxins führt dazu, dass die Sklaven wochenlang sinnlos leiden müssen. Und so lange bleibt die Lage ungewiss. Ich habe eine Dosis vorbereitet, die Sklaven sofort tötet. Und das ist besser für das Imperium und für mich. Werdet ihr meine Dosis nehmen? Gut, sei natürlich ein schneller Tod. Ist jetzt die helle Seite. Und jetzt die dunkle. Könnt ihr das in einem Icon sehen? Jetzt sage ich, nein, die sollen ruhig leiden. Ich will auf die dunkle Seite. Auf die dunkle Seite. Diese abtrünnigen Sklaven sollen dafür bezahlen, dass sie dem Imperium ungehorsam waren. Ihr verlängert nicht nur das Leid der Sklaven, sondern... So, das ist sozusagen eine dann dieser Ausrichtungsquests. Und dadurch gibt es nachher dann auch entsprechend ja auch Transmog in dem Sinne, auch tatsächlich Waffen und eine bestimmte Optik und ein Layout, mit dem ihr euch ausstattet, was tatsächlich berücksichtigt, welche Ausrüstung ihr habt. Ja, also bestimmte Geschichten der hellen Seite könnt ihr natürlich nicht nutzen, wenn ihr auf der dunklen Seite seid. Aber okay, soweit. Bevor ich gleich mit euch in den intergalaktischen Markt gehe, das ist dort das Auktionshaus. Ganz kurz die Mechaniken zeigen. Hier wütet anscheinend hier ein Schimmer drum, hier ist schon alles in Grund und Boden geschossen. Was die Crew-Fähigkeiten angeht, man kann hier zum Beispiel, steht hier kann ich hacken. Ich glaube, dazu muss ich dann aber auch auf die, auf die andere Seite. Ich will jetzt einfach mal gucken, ich will auch irgendwie ein bisschen Action zeigen. Imperialer Agent hat hier den Vorteil, der kann sich erstmal hier überall hinhocken. Ja, und dann machen wir, oh, jetzt bin ich jetzt zu weit weg. Streufeuer wollte ich gerade sagen. Genau. Ganz kurz gezeigt, wo der Frosch die Locken hat hier an dieser Stelle. Und das Gute ist, die Begleiter, die heilen euch auch noch zwischendurch, ja, also greifen mit euch ein in diesen Kampf. Na, schön noch eine Granate schmeißen. Der imperiale Agent spielt sich so ein bisschen wie ein Jäger. Ihr könnt natürlich auch Jedi-Ritter spielen, je nachdem. Das werden wir uns dann ja alles aussuchen. Ich finde gut, dass hier die K.I.O., ja, ihr könnt hier bei der Begleiterin entsprechend auch noch sagen, wie sie nachher ausgerichtet sein soll. Also im Moment ist sie hier, sieht man das. Hier unten als Heilerin. Es gibt auch Crew-Fähigkeiten, dass sie so ein bisschen tanky-mäßig drauf sind. Hier an der Stelle habe ich jetzt Credits gesammelt. Das ist hier die Hauptwährung. Das ist quasi das WoW-Gold an dieser Stelle. Zack, Feuer frei. Genau, sehr schön. So, damit habe ich schon einen dieser Tanks hier entsprechend erledigt. Ich wollte noch irgendwie nochmal hacken. Plündern. Wieso kann sie nicht plündern? Wie war denn das? Ach, ich habe das ewig nicht mehr gespielt. Ach so, hier genau. Das hier zum Beispiel so ein Dash-Schrotthaufen, den ich plündern möchte. Da kann ich jetzt aber dann... Das macht ihr die Kalio, die sammelt das hier nebenbei, ne? Ihr markiert hier dann diese Geschichten. Das heißt, ihr müsst euch gar nicht so bewegen. Man muss sich nicht zu den Erzadern beugen oder zu den Blumenadern entsprechend aus der WoW, sondern man schickt da einfach seinen kurzen Begleiter hin, sagt, hier, pass mal auf, sammel das. Habe ich eigentlich noch was? Was ist denn hier? Achso, nee, das war jetzt ein Gegenstandsverkäufer. Also die Sachen werden euch angezeigt, die ihr sammeln könnt. Ihr schickt die Crewmitglieder darauf und, man kann, ich bin mir gar nicht sicher, vier verschiedene Begleiter mit vier verschiedenen Tätigkeiten. Und das Gute ist, ihr schickt die Crewmitglieder nämlich nachher auch parallel los. Ne? Also ich kann den Roboter nachher noch aktivieren, ich kann die Kaio aktivieren, ihr habt hier nachher mehrere Begleiter und ihr könnt parallel dann sammeln. Das heißt, die übernehmen für euch das Ressourcensammeln und diese Geschichten lassen sich dann wunderbar im Auktionshaus verkaufen. So, jetzt melden wir uns hier aber einmal kurz ab. Sofort die Abmeldung. Ich will euch einmal kurz den intergalaktischen Markt zeigen. Wir gehen in das Auktionshaus an dieser Stelle. Wo haben wir denn hier Imperial Agent? Zack.
dem bin ich quasi schon in der Basis an einem der größten Raumhäfen. Es gibt auch Raumschiffkämpfe und solche Geschichten. Naja, Star Wars halt, werdet ihr dann ja sehen, nachdem wir ja alle die World of Warcraft verlassen und dann nur noch Star Wars spielen, ihr Lieben. Ganz kurz der intergalaktische Markt. Die Sachen, die ich hier alle habe, kann ich entsprechend hier verkaufen. Hier haben wir das Quarz, das Plastoid. Und hier kann ich euch... Wo haben wir es denn? Einmal bei den Handwerkswaren. Einen kleinen Moment. Genau, hier Handwerksmaterial. Und dann seht ihr die Unterkategorien. Ich weiß nicht, ob man das so gut lesen kann. Ist wahrscheinlich ein bisschen klein. Archäologie gibt es hier, Bioanalyse, Diplomatie, Plündern, Hacken, Ergänzungen. Dann gibt es hier noch Schatzsuche und hast du nicht den Unterwelthandel. Also gibt es auch bestimmte Missionspläne, die man sich aussuchen kann. Wir nehmen jetzt einfach mal die Bioanalyse. Untersuchen wir jetzt einfach mal. Kann man auch nach Preis pro Einheit hier entsprechend filtern an dieser Stelle. Man kann hier auch wunderbar Marktmanipulationen durchführen. Ja, man kann sich hier bestimmte Handwerksmaterialien vornehmen. Entsprechend die Preise so ein bisschen resetten. Und das kann man natürlich auch mit Rüstungsgegenständen machen. Ich habe teilweise mit den Rüstungsmodifikationen einiges schon an Credits verdient. Ihr seht, ich bin schon bei 350.000 Credits an dieser Stelle. Ich habe hier also schon recht fleißig gehandelt, bin dabei hier, mir im wahrsten Sinne des Wortes, ein kleines Handelsimperium aufzubauen. Und von der Struktur, das ist natürlich ein anderes Layout, aber von der Struktur funktioniert das wie das Auktionshaus in der World of Warcraft. Ihr sucht euch hier entsprechend die Kategorien aus, stellt die Materialien ein, es gibt auch einige Modifikationen und hier stellt man das Verkaufen ein, entsprechend bis zu 3 Tage an dieser Stelle, was ich irgendwie sehr, sehr gut finde. Und man kann aber auch, und das finde ich halt wunderbar, tatsächlich Verkäufe über 6 Stunden, ja, also insofern eine Erweiterung, wir kennen 12, 24, 48 Stunden, hier kann man es auf 6 Stunden machen und bis zu 3 Tage, das heißt, die Casual-Händler haben hier natürlich ganz andere Möglichkeiten, 72 Stunden rein, Fire and Forget, die ganzen Geschichten, für Auktionshaus-Camper oder diejenigen, die jetzt öfter unterwegs sind im Auktionshaus im intergalaktischen Markt, ist das natürlich super, weil man die Geschichten auch mehrmals am Tag auslaufen lassen kann, gar kein Thema. Also ich habe hier schon so ein bisschen mir was gefarmt. Ich schicke mir das dann alles hier rüber über das Postfach. Den habe ich hier entsprechend abgestellt. Genau, das ist hier der imperiale Raumdock an dieser Stelle. Und hier gibt es noch so die Kantina. Das ist alles ganz witzig. Also es hat halt zum Teil ein bisschen was Steriles an dieser Stelle. Aber es ist von vorne bis hinten Star Wars, wenn man sich das irgendwie anguckt. Ich nehme euch jetzt nochmal einmal mit hier. Da ist er. Ah, habe ich hier schon mir wunderbar ein Reittier hier finanziert über die Credits. Das sieht doch gut aus. Ja, ihr habt hier die verschiedenen Bereiche. Wir gehen jetzt hier mal an dieser Stelle ins Zentrum. Ah, da hört man ja schon die WoW-Musik. Das ist natürlich super. Es gibt hier Jukeboxen an dieser Stelle. Alles wunderbar. Es gibt Kantinehändler, die verkaufen zum Teil auch ganz witzige Sachen. Ja, so ein bisschen, wie wir das kennen von der World of Warcraft. Ja, die Geschichten kann man dann entsprechend auch ins Auktionshaus, in den intergalaktischen Kiosk wiederstellen. Und die Leute kaufen den Kram auch für Credits, weil sie halt die 5 Meter nicht gehen wollen. Da sind die MMO-Spieler also zum Teil sehr, sehr gleich. Aus Bequemlichkeit oder aus Unwissen werden die Sachen gekauft, so. Das war mal ein ganz kurzer Einstieg halt an dieser Stelle. Also in diesem Sinne freue ich mich, dass wir gemeinsam die World of Warcraft verlassen. Das waren jetzt wirklich tolle Monate. Die ganzen Gold Guides, die werde ich jetzt fortsetzen. Das werden jetzt Credit Guides für Star Wars an dieser Stelle. Und ja, das ist die Zukunft des Kanals. Ich freue mich jetzt über alle, die dann mitkommen, World of Warcraft deinstallieren. Star Wars ist free to play. Und dort bauen wir uns ein schon cooles Handelsimperium auf, ihr lieben Leute. Ja, soweit so gut. Ich hoffe, das ist erstmal als eine erste Impression, als ein erster Eindruck für euch interessant. Das war ja mein erstes Video zum Thema Star Wars Credit Guides. Beim nächsten Mal zeige ich euch schon mal so die ersten 1-2 Farmspots. Die Kombination aus Plünderungsberufen und aus Herstellungsberufen, gerade was im Low-Level-Bereich wunderbar geht. Und ja, dann freue ich mich auf alle in unserer schon coolen Star Wars Community, ihr Lieben. Lieben Gruß von Sebastian, lieben Gruß von Andreas. Wir hören uns, wir sehen uns. Schöne Ostern. Bis dann.